Und Punkt Nummer 3, ohne Kundenvertrauen keine Aufträge. Weil wenn dir ein Kunde nicht vertraut, gibt es da auch gar nicht erst den Auftrag für. Ja, weil er gar nicht weiß, kannst du das? Wie ist der erste Eindruck und so? Wenn du nicht mit dem Kunden sprichst, keine Aufträge. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Malermeister Maxide und heute geht es darum, dass du keine Angst haben brauchst vor Kundengespräch. Darum geht's nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, keine Angst vor Kundengespräche. Ich muss sagen, als ich meinen ersten Kundenbesuch hatte, beziehungsweise mein erstes Kundengespräch, da war ich schon bei ein paar Kundengesprächen mit dabei. Ich habe mir also schon ansehen können, wie wird dann vorgegangen, wie geht denn mein Meister vor, wie geht denn mein Vater vor, wenn er mit dem Kunden spricht, wenn er alles aufzeichnet, wenn er berät, wie sieht was am besten aus, beziehungsweise wie könnte was am besten aussehen. Und dementsprechend habe ich schon ein bisschen Vorerfahrung gesammelt, bis ich dann alleine zu meinem ersten Kunden gegangen bin und da beraten habe. Also dementsprechend würde ich dir vorschlagen, geh mal mit, um mal zu gucken, wie sowas abläuft, anstatt dass du ins kalte Wasser springst und dann am Ende dastehst und sagst, ja. Ja, war toll. Ich habe jetzt hier Kaffee getrunken, aber ich habe noch keine Daten, ich habe noch keine Zahlen. Ich weiß nicht, was hier am besten aussehen könnte. Der Kunde hat auch einen völlig anderen Geschmack als ich, ja. Und dementsprechend weiß ich jetzt, sowas nie wieder. Ja, ich mache sowas nie wieder. Ich muss raus. Nee, so soll es nicht sein. Geh am besten mit deinem Meister oder so, mit deinem Chef mal mit. Guck dir das mal an. Vielleicht nicht einmal, nicht zweimal, sondern geh mal vielleicht jede Woche einmal mit oder so. Und guck dir das erstmal ein, zwei Monate an. Dann hast du schon mal ein bisschen was gesehen, wie das funktioniert. Und am Ende macht es vielleicht auch mal so, dass du nicht gleich danach, nachdem du es angeguckt hast, mal selber alleine gehst, sondern vielleicht auch, ihr geht zu zweit und der Chef sagt einfach mal, du, heute guck ich zu und mach mal. Wenn es irgendwie eine Frage gibt von dir aus, dann frag mich, ich bin ja da. Aber ansonsten mach mal, ich vertraue dir voll und ganz, du schaffst das schon. So würde ich auch vorgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Azubi hätte, der zum Beispiel frisch Meister geworden ist und dann jetzt mal mitkommen soll auf Kundengespräche. So würde ich vorgehen. Dementsprechend, bei mir ist es noch ein bisschen hin. Ja, und man weiß nicht, ob er vielleicht sein Meister machen möchte. Ich würde es mir sehr wünschen. Aber jetzt ist er noch im ersten Lehrjahr, deswegen erstmal Stück für Stück. Ja. Und will dir aber nur damit mal aufzeigen, wie man vorgehen kann und wie ich das raten würde. So, und mir ist sofort aufgefallen, okay, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Also du musst aus deiner Komfortzone rauskommen. Die Komfortzone, musst du dir vorstellen, ist wie ein Kreis um dich herum. Und je nachdem, was du gewohnt bist, wie weit zu gehen, wohin zu gehen, was zu tun, ja, das ist deine Komfortzone. Ja? Wenn du zum Beispiel nur gewohnt bist, zu Hause rumzusitzen, dann ist zu Hause deine Komfortzone. Alles andere, was dir schwerfällt, zum Beispiel, weiß ich nicht, Müll rausbringen oder deine Tante mal besuchen oder so. Das fällt dir schwer vielleicht und liegt nicht innerhalb deiner Komfortzone. Oder einen Termin bei einem Kunden wahrzunehmen, das ist auch nicht in deiner Komfortzone am Anfang. Weil du hast es vielleicht noch nicht so oft gemacht und dementsprechend fühlst du dich dann noch so ein bisschen unsicher und unwohl. Und dementsprechend komm raus aus deiner Komfortzone, trau dich was, ja, trau dich was. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Hey, let's go. Dann merke, ja, also es gibt drei Sachen, die ich dir ans Herz lege, die du dir merken solltest. Punkt Nummer 1, ohne Kundenberatung meist keine Potenzialentfaltung. Ja, also der Kunde möchte grundsätzlich etwas, aber er weiß nicht, wie man es am besten noch umsetzen kann, damit es am Ende das beste Endresultat ergibt. Ja, deswegen Kundenberatung ganz, ganz doll wichtig, damit du das optimalste Potenzial sozusagen aus dieser Geschichte rausholen kannst. Damit ist nicht Geld gemeint, damit ist die Qualität gemeint. Ja, das Endprodukt. Und dementsprechend ohne Kundenberatung meist keine Potenzialentfaltung. Merke Punkt Nummer 2. Ohne Kundengespräche kein Kundenvertrauen. Stell dir vor, du möchtest etwas von jemand anderem. Und du hast mit dieser Person noch nie darüber gesprochen. Würdest du dieser Person Vertrauen auf Anhieb? Ich schätze eher nicht, also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber eigentlich in der Regel hast du denn kein Kundenvertrauen. Und Punkt Nummer 3, ohne Kundenvertrauen keine Aufträge. Weil wenn dir ein Kunde nicht vertraut, gibt es da auch gar nicht erst den Auftrag für. Ja, weil er gar nicht weiß, kannst du das? Wie ist der erste Eindruck und so?
wenn du nicht mit dem Kunden sprichst, keine Aufträge. Ja, also das sind so Punkte, die ich dir mit am Mann an die Frau bringen möchte, damit du gewappnet bist für deine Kundengespräche, die du führen möchtest, die du führen wirst, wenn du denn möchtest. Und hab davor keine Angst. Trau dich raus aus deiner Komfortzone. Werde die beste Version, die du sein kannst, die du sein möchtest. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Erfolg. Dein Malermeister Max Tiede. Ciao.